im Herzen des Vulkans. Immer tiefer steigst du hinab durch gewaltige Kaskaden fluoreszierender Stalaktiten, vorbei an dampfenden Lavaströmen und Hallen aus rotem Vulkangestein. Der Weg endet in einer großen Höhle mit einem seltsam schimmernden Belag an den Wänden. Ein strenger, modriger Geruch erfüllt den Raum. Du erkennst vertrauten Tempelbauten der Ureinwohner. Ja, und hier sind wir schon gewesen, ne? Und jetzt haben wir leider keine keine Knollen bei uns, ne? Aber wir haben noch so Rohrteile. Okay, die Rohrteile, die kann man ja am ehesten hier lagern, oder? Irgendwo hier unterirdisch. Ich habe das Gefühl, hier kann man sie am Ende sehr gut brauchen. Ich denke, da machen wir nichts falsch. Oh, guck mal da oben rechts. Was haben die da? Ich glaube, die haben einen Fehler gemacht mit den Grafiken. Also, zeige ich mal kurz. Hier, das sind verschiedene Grafiken. Ich glaube, die hier sind aus Robot 1 und die aus den späteren Teilen oder so. Wir könnten sie hier reinlocken. Keinen. Ups. So. Bisschen für Ordnung gesorgt. Und ich würde sagen, das hier ist mal ein guter Lagerraum, ne? Na, Moment, wir schaffen uns jetzt mal den Platz. Und zwar ordentlich Platz, indem wir die alle ablegen. Boah, das ganze Zeug mitnehmen. So. Das ist doch jetzt schon viel besser. So, dann essen wir noch die Pilze. So. Und jetzt. Huch, das ist ja gar kein Rückweg hier. Wir sind hier doch immer angekommen. Aus der Höhle des Todes, ne? Aber jetzt ist hier ein Teleporter. Okay, ist auch ein Rückteleporter, alles klar. Ey, ich hätte speichern sollen. Ich bin so doof. Speichere ich hier nochmal. Und vielleicht clearen wir jetzt einfach mal die Höhle des Todes so ein bisschen. Weil wir da ja bestimmt noch öfter mal durchlaufen. Ist das 37? Nee. 38. Mit dem Goldtrick geht das eigentlich relativ gut.
Die kann immer nur auf den beiden Goldstücken hinterherlaufen, oder? Vielleicht hier Sachen ablegen, sodass sie nur von einer Seite kommen. Nein. Gegen Schlangen hilft es nichts. Und dann ist man ziemlich... Oh nee, da auch noch. Fuck. Mensch, dann sparen wir uns das. Ach, oder gab es hier keinen... Ne, hier gibt es keinen Rückweg. Irgendwo hier, von da kam man doch, oder? Ach, hier gibt es keinen Rückweg in diese Höhle. Okay. Was machen wir denn dann? Die ganze Zeit, da kämen wir jetzt auch wieder zurück auf die Insel und so weiter. Dann sind wir jetzt völlig... Sind wir jetzt völlig aufgeschmissen irgendwie? Weil jetzt läuft da hier Chaos. Wir können nichts tun. Wir könnten das Heilkraut benutzen, aber das hilft nichts. Ich glaube, wir brauchen hier die Knollen. Und was ich auch probiert hatte schon, die Sauerstoffflasche zu benutzen. Aber wenn man die einfach nur benutzt und passiert nichts, und sie anschaut, da steht, es gibt eine Stelle im Spiel, wo man sie unbedingt benötigt. Ja, aber... Kann man auch nicht wirklich benutzen. Ne? Ja, wir sind ziemlich aufgeschmissen gerade, habe ich das Gefühl. Müssen wir echt den ganzen Weg nochmal zurück? Also den ganzen Weg nochmal? Nur um die Knollen zu sammeln, oder? Okay, immerhin wissen wir jetzt, was wir zu tun haben. Mann, da hätte ich vorher dran denken sollen. Okay, wo war das? Okay. Wo war das? Das war der Spielstand, mit dem wir heute angefangen haben, die Aufnahme. Und von hier aus... würde ich sagen, spielen wir jetzt weiter. Und holen uns alle Knollen. Und machen das Ganze nochmal. Aber wir wissen ja dann, wo wir hin müssen. Also dann wird es natürlich voll viel einfacher, ne? Lass uns überhaupt erstmal erinnern, wo es die Heilkräuter gab. Also... Oh, endlich wieder raus aus dieser Felsendingens. Ich glaube, einmal gab es Heilkräuter auf einem Bildschirm etwa, weiß nicht, zweimal rechts von uns oder so. Ameise.
Nein. Wow. Wie habe ich das gemacht? Normalerweise funktioniert das hier nicht in Robot 3. Voll lucky. Ich glaube, hier. Ja. Hier hätten wir eine Knolle. Bin mir ziemlich sicher. Wenn wir jetzt hier graben. Ja, das war eine sehr gute Idee, unter der Heilkrautpflanze zu graben, solange man noch weiß, wo sie gestanden hat. Denn dort liegt ihre Knolle in der Erde und das heißt, sie beinhalte die eigentliche Heilwirkung. Das klingt doch sehr gut. Dann muss ich mich gerade ein bisschen orientieren. Ich glaube, wenn wir hier nach rechts laufen. Und ich glaube jetzt noch einen nach rechts. Ich glaube, da ist schon die nächste. Dass die auch so nah aneinander sind. Fällt mir auch jetzt erst auf, weil ich glaube, die waren nämlich alle im Norden. Und zwar genau hier. Ja, Knolle. Die nächste gibt's am Haus. Ich bin der Meinung, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Aber da müssen wir wieder in die andere Richtung. Und zwar an diesem, ich weiß nicht, wie heißt das, das große Haus der Tamala oder sowas. Hä, von wo sind wir hier gerade gekommen? Wie haben wir das gemacht? Sind wir in diesen Bildschirm reingeglitscht und kommen nicht mehr zurück? Muss man sich wahrscheinlich hier durchätzen. Ey, ich habe das Gefühl, es gibt mehr Säureflaschen in diesem Spiel, als es ätzbare Mauern gibt. So, gehen wir hier wieder zurück. Wir wollen jetzt zum, weiß nicht, wie das genau hieß, das Haus der Tamalas im Norden oder sowas. Denn ich bin der Meinung irgendwie, dass es da auch noch eine Knolle gab. Und die letzte weiß ich ganz sicher, die gab es oben links auf der Insel, auf dem Bildschirm ganz oben links. Nordwesten auch genannt. Ne, gab es hier eine Knolle? Das wäre richtig komisch, wenn es auf diesen beiden Bildschirmen hier eine gab. Aber mir war so, das ist. Dass hier irgendwo einer am Rand stand. Oder habe ich das nur mal so erzählt? Hier würde ich eine hinstellen. Mich jetzt auch nicht erinnern, ob eben. Moment, wie viel haben wir denn? Wir haben nur zwei davon. Vielleicht habe ich irgendwann mal eine gegessen, was natürlich sehr dumm wäre, wenn ich dann danach gespeichert habe. Also ich dachte, auf diesem Bildschirm irgendwie. Oder stand die hier vielleicht? Also hier ist zumindest irgendwas vergraben. Wo ist denn hier was vergraben? Hier. Hier ist es nur Munition.
Und wie kommt man an den Pilz heran? Mist, jetzt habe ich vergessen. Vielleicht war die auch auf einem ganz anderen Bildschirm und ich habe das jetzt irgendwie verwechselt. Dann gehen wir halt noch zu der... zu der anderen, die ich noch weiß. Da müssen wir einfach nur einmal hier den Norden entlang. Sind ja auch fast schon wieder ganz drüben. Können gleich nochmal, ach nee, hier nicht. Gleich nochmal. Ah, das war dumm wieder. Okay, so geht's. Hier durch die Höhle. Und hier hoch. Und jetzt irgendwie nur noch weiter in diese Richtung. So, irgendwie im Norden müssen wir jetzt hier lang. Kommen wir durch. Oder hacken wir uns hier mal. Hacken wir mal durch hier. Vielleicht ist das der schnellste Weg. Genau, hier gibt es diesen Tempel und einen nach links. Da müssen wir hin. Jetzt ist leider nicht weiter. Ah, hier ist ein Durchgang. Boah, das ist so gefährlich mit dieser Schlange. Ach, kommt die da nicht durch, oder was? Ja, ich glaube, die kommt da nicht durch. Ach, das war dumm. Mann, wie kommt man hier durch? Dass die das immer so... dass die das immer so schwierig machen. Muss man hier jetzt riskant schwimmen oder so? Das Mieseste ist ja auch... also wenn ich hier ein bisschen probiere... nee, die Strömung treibt nach rechts. Rücken gehen da auch nicht. Muss ich da irgendwie unten rumlaufen oder was? Okay, das war ja relativ einfach. Mir wieder komplizierter vorgestellt. Und da, ach so, da, das haben wir gar nicht eingesammelt damals. Dann so kann ich nicht rumschleppen. Gut. Bleiben die Tankram-Teile jetzt für immer hier liegen. So, jetzt haben wir drei Knollen. Wir waren lange nicht hier. Gucken, ob es da noch was gab. Nö, außer Essen. Man weiß Essen wieder viel mehr zu schätzen, nachdem man in der Wüste und Gebirge war.
Jetzt die Frage, wie kommen wir wieder zurück? Wahrscheinlich geht es am schnellsten. Lass mich überlegen. Ich denke, wir sollten wieder denselben Weg zurücknehmen, damit wir Schlüssel 11 kriegen und die fehlenden Rohrteile. Und diesmal halt die ganze Zeit mit drei Knäueln im Gepäck. Und wie die vierte ist, weiß ich ja. Weiß ich gar nicht. Naja, gut. Gehen wir also wieder. Wo ist der Eingang hier?